Ja, das wäre mir auch ein Anliegen, weil ich weiß, dass viele hier Themen im Kopf haben, ne? Und ihr könnt euch einfach trauen. Also das ist gar nicht so schwer. Wenn ihr von dem Thema überzeugt seid, dann braucht ihr könnt es euch aufschreiben oder nicht oder einen Spickzettel, so wie ich das meistens mache. Ich kann euch garantieren, die Worte kommen von ganz alleine. Ich habe auch noch eine sehr umfangreiche Rede ausgearbeitet. Ich zeige euch meinen Spickzettel. Mir geht es um das Thema Vorsorge. Und zwar, wir stehen ja auch hier und wissen, dass mit unserem Finanzsystem nicht mehr alles so koscher ist, wie es sein sollte. Und dass dieses Geldsystem, dieses Schuldzinssystem irgendwann zusammenbrechen wird. Aber ich will gar nicht jetzt den Teufel an die Wand malen, sondern ich sage auch mal, es gibt harte Winter, es gibt Überschwemmungen, es gibt Stromausfälle, es gibt alle möglichen Möglichkeiten, ne, wo wir erstmal ohne Versorgung dastehen können. Es muss bloß mal irgendwo eine Bank pleite gehen, die eigentlich die Kredite für eine bestimmte Supermarktkette vergibt. Dann kann diese Supermarktkette erstmal ihre Lieferungen vergessen, weil sie erstmal keinen Kredit mehr bekommt. Wir haben es an Zypern gesehen, wo 3 Wochen die Banken zu waren, die Leute kein Geld bekommen haben. Deswegen kann ich euch nur, wollte ich euch mal ein paar Tipps geben. Erstens, also auf der Bank solltet ihr kein Geld haben. Zweitens, habt immer eine gewisse Menge Bargeld da, dass ihr über die Runden kommt, ob es ist, ob ihr tanken müsst, ob ihr ein paar frische Lebensmittel kaufen müsst oder sonst irgendwas und sorgt vor. Es ist ganz, ganz einfach. Was sind Grundnahrungsmittel? Kartoffeln, Reis, Nudeln, Mehl, ein bisschen Backpulver. Ja gut, ich nehme kein Backpulver, ich nehme Natron, also ohne alle Zusätze. Dann kann man sich sein Brot backen, dann Tomatenbark, solche Sachen, Konserven, Gemüsekonserven, Obstkonserven, alles. Tut euch Wasser einlagern, das ist immer alles, was auf Vorrat habt. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ein bisschen Kaffee und so, was man tauschen kann. Und schon kommt ihr auch 3 Wochen hin und ladet dann eure Nachbarn, die vorher über euch den Kopf geschüttelt haben, euch ausgelacht haben wegen euren Thesen. Die kommen dann zu euch und fragen, hast du mal was zu essen für mich? Okay, das soll dann auch von meiner Stelle aus schon gewesen sein. Ich bedanke mich für die vielen, vielen Wortmeldungen, auch dass ihr bei dem schlechten Wetter heute hier alle wieder da wart, auch die vielen, die neu da waren. Ganz herzlich willkommen hier. Wir sind jeden Montag hier, jeden Montag um 18 Uhr und das ist auch für da drüben, für die, die Fußball schauen, am nächsten Montag um 18 Uhr hier auf dem Schlossplatz für den Frieden.